Hallo, da schon am Freitag Halloween ist, dachte ich euch, zeige ich euch heute mal, wie ich meinen Kürbis dekoriert oder auch, was ich für ein Gesicht in meinen Kürbis geschnitzt habe. Fangen wir direkt einmal an. Zunächst einmal habe ich den Deckel rausgeschnitten und zwar in einem Zickzackkreis. Ihr könnt natürlich auch einen normalen Kreis machen oder ein Dreieck oder ein Viereck, das ist ganz euch überlassen. Hauptsache, ihr schneidet einen Deckel sozusagen, damit ihr gleich das ganze innere Fleisch sozusagen und die Kerne alles gut rausholen könnt. Und am besten ist es, wenn ihr das mit einem Löffel macht und richtig das im Innere rausschabt, also so, dass gar kein, ich sag jetzt mal, Fleisch mehr drinne ist, damit der auch später nicht schimmelt oder so. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin soul. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Wenn ihr das ordentlich gemacht habt, dann könnt ihr euch irgendein Bild aussuchen oder ein Gesicht, was ihr in den Kürbis schnitzen wollt. Und da könnt ihr im Internet gucken. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene und schöne Muster. Und ich habe mich für dieses Muster entschieden. Das ist Jack Skellington. Vielleicht kennt den einen oder anderen von euch. Der spielt auch in dem Film A Nightmare Before Christmas mit und den fand ich eigentlich ganz süß, deswegen habe ich den genommen. Und ja, das malt ihr am besten mit einem normalen Füllstift auf euren Kürbis, denn wenn ihr euch vermalt, könnt ihr das auch sehr gut mit einem feuchten Lappen wieder abwischen und neu malen. That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween, in this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a bat. Wenn ihr das Gesicht draufgezeichnet habt, dann könnt ihr auch schon mit dem Ausschnitzen oder Ausschneiden beginnen. Und zwar könnt ihr dafür ein normales Messer nehmen oder ich hatte so ein kleines Messer mit so kleinen Zacken, was eigentlich recht praktisch war. Das hatte ich mir letztes Jahr mal bei Teddy gekauft, bei diesem 1-Euro-Laden. Dort gab es das, glaube ich, für 2 Euro, gab es dafür verschiedene Messer und so einen Löffel. Ist eigentlich recht praktisch. Oder ihr könnt halt irgendein Messer von zu Hause nehmen, ist eigentlich ganz egal. Und ja, schneidet alle Teile so gut wie es geht aus.
wenn ihr das alles erledigt habt, dann braucht ihr nur noch eine Kerze in den Kürbis reinzustellen und die Kerze anzumachen. Ich persönlich schnitze solche Kürbisse sehr gerne zur Halloween-Zeit, vor allem mit meiner Familie, wie auch dieses Jahr. Den linken Kürbis habe ich gemacht und den rechten Kürbis hat mein kleiner Bruder mit meiner Mama zusammen gemacht. Und ja, wenn ihr auch einen Kürbis gemacht habt oder noch einen macht, dann schickt mir doch eure Fotos auf meiner Twitter-Seite. Meinen Twitter-Account findet ihr auch nochmal in der Infobox. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!